Burger, Pommes, Nuggets, go! Und damit, hallo! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Franz. Wir hatten letztens gestreamt und schon mal ein Video gemacht. Mhm. Und wisst ihr, was für einen tollen Bruder ich habe? Was macht der? Erzähl doch mal. Also, muss jetzt den Centernamen nicht sagen. Nee, also ich war vorhin mit meinem Vater im Center, weil mein Bruder bald Geburtstag hat. Und da waren wir halt auch beim Rewe, weil wir hatten also unser Durst. Kleiner Bruder. So. Genau. Wir hatten halt Durst und das war halt schon ein bisschen blöd. Und deswegen haben wir eine Afri-Cola gekauft in einer Dose und ich hatte auch Hunger und habe mir halt ein Snickers-Eis geholt. Und da habe ich was Leckeres gesehen und habe gedacht, das muss ich ihm mitbringen, weil er testet halt so gerne Dinge, die es nicht so gibt. Blaue Fanta. Und habe ihm dann halt das hier mitgebracht. KitKat Grün Tee. Ja. Match. Green Tea, Geschmack oder so, ne? Dafür werden wir natürlich nicht bezahlt, weil er hat es ja gekauft. Ist bis zum 11.2000, also bis zum November 2019, also diesen November. Und wurde um 21.50 Uhr produziert. Also hast du auch. Aus welchem Land kommt es? Japan oder so, glaube ich. Ich glaube. Nee, auf jeden Fall. Ich habe eine Frage. Hast du eigentlich schon das Lila Fanta Video hochgeladen? Das Lila? Ja, mit der Lila und Fanta. Nee. Weil ich habe das Video nicht gefunden. Leider, es ist verschollen. Naja, okay, willst du öffnen oder soll ich? Ich öffne mal. Ja. Super, erstmal ganz dickes nochmal Dankeschön. Ist echt lieb, weil sowas ist auch nicht billig. Sowas wurde ja auch importiert irgendwie aus Japan. Ich glaube, es hat 1,89 € gekostet, weil es insgesamt hat 3,90 €. Das sieht ja schon sehr nice aus, ne? Ja, ein bisschen aber auch irgendwie komisch. Hashtag MyBreak. Ich glaube, ich benutze auch für das Video den Hashtag MyBreak. Wie? Na, das ist so ein Hashtag, keine Ahnung. Okay, dann nimmt jeder so ein Stück, würde ich sagen. Ich spreche mal hier nochmal so. Ja, es sieht aus wie KitKat. Bloß mit grünem Tee. Es riecht verrückt. Oh ja. Pokussi, hallo. Ah, jetzt. Guck mal, du bist da hinten unscharf. Guck mal. Ach. Ist so lustig. Okay, und? Dann nimmt jeder so ein Stück, würde ich sagen. Ich steck mal Break. Mhm. Das nächste und das nächste. Der Nachgeschmack. Ja, schmeckt ein bisschen sehr nach Grüntee. Nee, schmeckt nach. Schmeckt wirklich nach Japanisch. Nee. Der Nachgeschmack schmeckt nach Algen, finde ich. Ja, Algen und Tee. Aber eigentlich finde ich es gut. Also ist es an gut, sich es schmeckt, dass es sowas gibt. Nee, ist egal. KitKat, my break. Ja. Also, ich denke mal, also das innen drin ist ja das, ist ja ganz normales. Aber das, was überall drin ist. Ich glaube, es schmeckt nur jemanden, der so solche Speisen gern mag. Ja, also ich finde, das Äußere. Der Nachgeschmack ist. Aber sonst sieht es cool aus und schmeckt doch gut. Der Nachgeschmack ist sehr. Nicht neutral. Sondern. Schlecht. Was heißt schlecht? Schlecht. Verwirrend. Schlecht heißt also, schlecht. Das reicht mir jetzt eigentlich schon von der Schokolade. Ich frag mich, wie die es gemacht haben. Ich glaube, es ist mit Chimie gemacht. Ja. Deswegen schmeckt es auch nicht so. Aber. Hier! Ich finde es cool, dass es sowas gibt. Ist in Deutsch sogar hinten. Geht's drauf. Aber ich finde cool, dass es sowas gibt. Und du? Ja, ich auch. Es gibt auch ein rosa. Aber der sollte nicht so gut sein, wurde im Internet gesagt. Aber keine Ahnung. Knusperwaffe in weißer Schokolade ist das. Mit Matcha. Stimmt, Grünteepulver, weiße Schokolade. Weiße Schokolade kann man gut mit mischen. Weil sonst würde es, glaube ich, braun werden. Butter rein, Fett, fettarmer Kakao, 1%. Ja, auf jeden Fall. Hier, so viel wiegt es aber nochmal. Ja, ja, ich wollte noch mal was sagen. Und zwar, es ist jetzt keine Werbung, aber ihr könnt euch das mal gönnen, falls ihr es noch nicht probiert habt. Und zwar Snickers, also das finde ich ziemlich lecker. Und du? Ich auch. Können wir auch mal ein Video machen. Mit welchem? Snickers. Snickers-Eis ist auch. Snickers versus Mars-Eis. Ja. Gut, das war's dann eigentlich mit dem Video. Ich würde sagen, zum Abschluss noch einmal
Hä? Darf ich mal? Ich kann das. Nee, danke. Sieht schön aus. Darf ich mal? Nö, besser nicht. Besser nicht. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank. Was sollen die Leute tun? Liken, Abo da lassen. Kau erstmal runter. Also, ihr sollt erstens liken, zweitens teilen, drittens abonnieren. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen sollt, solltet ihr auf die Glocke drücken. Oder? Habe ich was vergessen? Ja, richtig. Ist cool, super. Vielen Dank nochmal, korrekt auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, hier könnt ihr mich abonnieren. Dort seht ihr ein anderes Video von mir. Und dort auch noch. Und ciao. Biu, biu, biu. Scoop.